3.6.2020, Weekly Chest Opening. Hallo Freunde, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder da seid. Wir legen auch sofort los. Ich habe gleich mal auf den Schaman eingeloggt, denn der hat letzte Woche, glaube ich, eine 15er gespielt. Ich glaube, jedenfalls war mir so. Denn ich wollte auch bei ihm mal wieder als Heiler, wohl bemerkt als Heiler, den 475er Loot mitnehmen. Ja, und dann lassen wir uns mal kurz überraschen, was wir denn Schönes drin haben. Wir stellen die Beutespezialisierung auch wieder herstellen, haben wir schon gemacht. Und gucken einfach mal, was rauskommt. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet eure Kiste schon geöffnet. Ihr habt extrem guten Loot drin gehabt. Und vielleicht sogar Best-in-Slot-Items. So, nichtsdestotrotz, wir haben Stiefel bekommen. 475 Tempo Versa ist nicht schlecht. Geschärfter Verstand. Eure Zauber und Fertigkeiten haben eine Chance, eure Meisterschaft für 10 Sekunden 915 um 915 zu erhöhen. Ist cool, kann man mitnehmen. Die Stiefel sind auf jeden Fall gut. Ziehe ich an. Denn Tempo Versa sind wirklich nicht schlecht als Schamane. Wir haben jetzt 65 Corruption. Der Umhang ist auf Stufe 10. Den kann ich die Woche noch schön updaten. Mehrmals, um auf 15 zu kommen. Ja, und dann würde ich mal sagen, sind wir mit dem Schamanen schon durch. Ging noch schnell, da kann sich keiner beschweren, ne? Loggen wir um, gehen wir direkt auf den Hexenmeister und gucken nach, was mein Kollege Hexenmeister Schönes bekommt. Wieder mit am Start ist der Kaffee für alle Fälle. Wie ihr seht, war ich auch beim Friseur. Ja, wurde mal wieder Zeit. Der ist natürlich nicht da, wo er hingehört. Das ist fett sorry und so. Gerade erst von der Arbeit wiedergekommen. Ihr seht, ich habe ja noch Arbeitsklamotten an. Und mich gleich für euch an den PC setzt, um euch dieses Weekly Chest Opening an den Mann zu bringen. Ja. Checken wir mal. Checken. Wir haben die Beutespezialisierung auf Dämonologie. Öffnen das und gucken, was drin ist. Wir haben Hände mit widerhallender Leere. Die sind kacke, habe ich schon mal bekommen. Kann ich nicht gebrauchen, von daher war das Weekly Chest Opening wieder leider nicht ganz so schön. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt wirklich guten Loot gehabt. Und denkt daran, wie immer, ihr dürft mir euren Loot gerne teilen in den Kommentaren. Von daher, lasst mich an euren Loot teilhaben. Ja, und ansonsten, Like und Abo bin ich definitiv immer für zu haben. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, Daumen nach oben oder abonnieren. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.